Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, ich bin hier immer noch am Bauen und uns geht so langsam das Holz aus, ihr Lieben. Ich habe mal die Fackel eben noch repariert. Hab ja auch noch geguckt, es ist auch noch dunkel, es ist immer noch nicht Tag. Und das Holz wird echt langsam knapp. Ich habe nämlich mal hier geschaut. Wo war das denn jetzt? War das hier? Nee. Da? Nee. Oh, wo war das denn? Unter welchem Ding? Ship? Nee. Doch, das Ruder können wir bauen. Das brauchen wir auch noch später. War das da? Nee. Wo waren denn jetzt diese... Oh, ich kann mir das nie merken, wo diese... Da. Da waren die. Weil die müssen wir auch noch bauen. Dann nehmen wir mal... machen wir mal 10 noch. Nehmen wir mal 11. Dann haben wir 11. Nicht 14. Dann haben wir 12 Stück davon. Das sollte dann reichen. Da können wir dann nämlich wieder unsere Fackeln dran machen. Dann haben wir auf dem Schiff auch wieder Licht. Oder Öllampen dranhängen. Oder. So. Das packen wir mal ein. Dann brauchen wir mal hier die Hälfte vom Stroh. Und die Hälfte der Fasern. So, laufen wir mal zurück auf das Schiffchen. Und dann wird weitergebaut. Und wir sollten langsam auch mal was essen, sehe ich gerade. Machen wir morgen früh. Wenn die Sonne aufgeht, dann werden wir lecker frühstücken. Ja, setzen wir uns dann schön hin. Und tun wir uns lecker was essen. Und dann müssen wir uns auch bald wieder auf den Weg auf unsere Insel machen. Und dort ein bisschen Holz, Stroh und sowas holen. Hier fliegen die Möwen. Hopp. So. Ich habe ja so angefangen. Und zwar werden wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Werden wir, denke ich mal, so ein Flachdach machen. Aber werden das ein bisschen erhöht machen. Wenigstens hier. Dass es nicht ganz so eng ist. Ich muss gucken, dass das auch richtig passt. Ich finde, wenn man das baut, dann sieht man manchmal gar nicht so genau. Muss das jetzt rein? Muss das jetzt raus? Muss das jetzt rüber? Das siehst du dann meistens erst, wenn du es gebaut hast. Und da ist auch ein Fehler. Guck mal, das ist, oh, das ist ätzend. Seht ihr das? Das ist ein Fehler, ja, den ich nicht so auf mir sitzen lassen kann. Das geht nicht. Das muss. So, jetzt passt das wieder. Jetzt stimmt das. Wir können sie hier noch einmal mit der Tür probieren. Ha! Et voilà! Et voilà, wir haben eine Tude. Ha. Okay. Alles gut, alles klar, alles. Wow. Okay.
Und falsch. So. 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 Das war auch wieder falsch. Nochmal zwei, weil ich ja jetzt auch zwei wieder verbratzt habe. Für die Fenster. Okay, beide falsch. Wegpick. Pick up. Nein, nicht der Riegel. Aufheben. Picken. Wegpicken. So. Das. So. Ja. Ich würde sagen, das ist so in Ordnung. Und dann bauen wir da jetzt einfach ein Flachdach drüber. Man könnte ja... Eins, zwei, drei, vier noch. So. Man könnte ja da hinten eine Luke reinbauen. So. Dann haben wir hier noch so eine Luke. Moment. Es war nur dumm. Vielleicht sollte man die Luke besser hier hin machen und nicht direkt vor die Türe, weil da können wir ja dann gar nicht hochklettern. So, dann müssen wir mal gucken, eben eine Leiter. Dann könnte man nämlich gucken. Dann brauche ich noch mal kurz eine Türe. Perfekt. Eins, zwei, drei Türen brauchen wir noch. Und dann machen wir gleich noch die Leiter da richtig hin. Ach, guck mal eine an. Drei Türen können wir perfekt noch bauen. Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Okay, die geht nach da auf. Dann muss die Leiter... dahin. Dann kann man hier hoch. Ne, und könnte hier oben dann noch irgendwas bauen, machen. Und ich habe gerade einen Fehler gesehen, Leute. Der ärgert mich schon wieder richtig. Ja. Nee, okay, alles gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Doch kein Fehler. Also ich finde, ganz ehrlich, wenn man das mal so guckt, ne? Wenn man das mal von Weitem so betrachtet, das sieht schon aus wie so ein kleines Hausboot. Ausschiff. Ah, das wird schick. Das wird schick werden. Das wird schon schick werden, Leute. Da
Hab ich schon so meine Ideen, wie das richtig hübsch wird. So, jetzt kommt der Feinschliff eben kurz noch. Erstmal hier ran. Müssen wir hier überall schön diese. Anbringen hier, damit wir einfach ein bisschen was sehen. Damit es da nicht so dunkel ist. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier. So schön mittig. Ich weiß ja, so viele brauchen wir gar nicht, weil die Fackeln ja ziemlich hell leuchten. Aber es soll ja einfach auch schick aussehen, ne? Und dann kann man das schon mal machen, dass man da hinsetzt. Oh, mein Auge juckt mich gerade, ey. Mein Auge beißt. Nicht. So, machen wir hier mal kurz rüber. Hier noch eins hin. Da noch eins hin. So. Ne? Wunderbar. Wunderbar. Es ist so schön, so schön, so wunderbar. Und ich nehme erstmal eine kühle Erfrischung. So. Mal eben kurz gucken. Was ist mir denn ausgegangen? Das Stroh ist mir ausgegangen. Okay. Wollen wir kurz ein bisschen Stroh holen, dann können wir noch ein bisschen was bauen. Und dann müssen wir wirklich schon los. Auf unsere Farminsel zurück und dann da ein bisschen Materialien zusammenzusuchen. Für unser Schiff. La 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 la. Das sieht bestimmt geil aus, wenn dann die Pranken da dran sind und das so richtig, das sieht bestimmt richtig cool. Ich wollte nur noch mal kurz baden gehen. Alles gut, ich mach das immer so. Ich mach das immer so, ja. Das ist normal. So, jetzt brauchen wir noch eins, zwei, drei Türen. Mach dieses Mal, mache ich da die Türen hin. Oh, nicht 30. Gott, Ware. Ich denke, dass einfach mal schicker ist. Und warte mal, habe ich gerade da was gesehen? Oh, man kann da auch mit Fenster machen, mit den Türen. Wir könnten auch hier die Fenster zumachen. Müsste man dann weiter unten machen, wenn man unten Fenster setzen würde. Aber das machen wir nicht. So, mal eben kurz hier hoch. Jetzt müssen wir hier so
Kommt eine schicke Dachterrasse hin, ne? Eine richtig schicke Dachterrasse wird das. Es sind einem, ja, Gott sei Dank bei einem Bau des von einem Schiff, die der Fantasie oder der Möglichkeiten nur wenige Grenzen gesetzt. Ja, klar gibt es auch Grenzen, klar gibt es auch Dinger, die man für gerne bauen würde, sie aber nicht bauen kann, weil das Spiel sagt, nein, ist nicht, ja. Aber bis jetzt ist eigentlich noch alles so einigermaßen gegangen, wo ich sage, okay. Ja. So, kann man testen. Kann man hier raus, perfekt. So. Hätte man hier oben ein paar Beete hinsetzen, hätte man oben so eine Dachterrasse, ja, hier kann man schicke Stühlchen hinstellen, hat man hier so eine kleine Terrasse. Ja. Schon schmucke, das Schiffchen, du. Das wird schon. Es wird richtig schick, Freunde. Ich glaube, dass das richtig schick aussehen wird. Muss ich eben nur noch mal gucken. Wir müssen vielleicht noch ein, zwei solche... Wir bauen mal noch so Pillar. Und hier einfach noch diese... man den vielleicht noch ein... Vielleicht kann man hier noch, aber... Und dass es einfach hier so sitzt. Müssen wir nachher gucken, ob da die... Ob da dann die Pranke, ob das funktioniert. Oder ob das dann, ob das dann nachher ein Problem gibt. Dass man den halt dann rauszieht, wisst ihr? Ja, das will ich nicht. Also man darf ihn nicht nach... Man darf ihn nicht raussehen, ne? Das wird nämlich scheiße aussehen. Da muss man das dann gucken, wenn dann die Pranken dran sind, wie das aussieht, ob man das sieht. Was ich halt schade finde, ist, wenn man zum Beispiel jetzt nicht hier am Rand solche Dinger hinsetzen kann, sondern dass man die immer in der Mitte setzen muss von den Dingern. Also nicht am Rand, wisst ihr, was ich meine? Bisschen schade. So, aber ihr Lieben, es ist Zeit. Wir müssen erstmal was essen, ja. Die Dame hat Hunger. Unsere Vitamine sind auch schon am daneben gehen. Das machen wir jetzt auch schnell. Wir essen erstmal was. Und dann werden wir uns bereit machen, um auf unsere Farminsel zu fahren und Materialien wieder besorgen. Ja. Wir nehmen natürlich unsere liebe Roventa wieder mit. So. Denn das Holz ist alle. Die Fasern sind auch so gut wie alle. Stroh ist auch so gut wie leer. Also da müssen wir einiges mitnehmen. Warum habe ich eigentlich so viel Fleisch in der Tasche? Alter, über 300 Fleisch? Wo kommt das denn auf einmal her? So. Wir haben wieder uns voll gegessen. Dann werde ich mal eben kurz, Moment, die Pfeile da, die kann ich da auch wieder. Packen wir mal da eben rein. Die Armbrust können wir eigentlich auch mal reinpacken. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die lassen wir mal drinnen. Dann packen wir eben mal noch die Baumaterialien da rein.
Enderhaken nehmen wir mit. Das können wir wegtun. Dann reparieren wir noch kurz die Axt. So. So, och, wir haben ein bisschen zu viel Vitamine gegessen. Uns geht es nicht ganz so gut. Wir sind ein bisschen übervitaminiert. Wenn man so schön sagt. So. Hopp, mit dem Ding auf das Schiff. Das Trinken packen wir immer kurz hier rein, holen es wieder raus. So, ja. Und was uns dann auf unserer Farminsel so erwarten wird und ob wir sicher wieder zu Hause ankommen oder was passiert, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und Tschüsschen.